Hallöchen, liebe Freunde auf dem Kanal vom Old Gaming Dad LP. Servus, grüßt euch. Grüßt euch auch, liebe Community auf YouTube. Weiter geht es hier im Retro-Spiel No Man's Land. Wir sind in der Kampagne Spanier und wir beginnen jetzt die vierte Mission, die nennt sich UMAG. Ja, wer wissen will, wann das Spiel rausgekommen ist, und zwar im Jahre 2003. Und es ist ein deutsches Entwicklerstudio gewesen. Okay, wir starten die Mission und schauen mal, was uns so erwartet. Achtung, Indianer! Doch halt, der ist ja ganz allein. Bringt mir diesen lebensmüden Wilden her! Du hast Nerven, Rotot. Du wagst es, uns einfach so unter die Augen zu treten? UMAG kommt in Frieden. Er und sein Volk wünschen keinen Krieg mehr. Aber Drake zwingt uns, eure Siedlungen und Minen zu überfallen. Drake und seine Männer? Was haben die verdammten Inselaffen mit der Sache zu tun? Vor einigen Monaten schlichen sie in das Lager der Navajo und raubten unsere Frauen, als wir auf dem Kriegsfahrt waren. Sie sagen, wenn wir nicht auf ihre Worte hören, werden unsere Frauen sterben. Doch die Navajo sind des Blutvergießens müde und wollen das Kriegsbeil begraben. UMAG ist gekommen, um dem weißen Mann ein Angebot zu machen. Ich traue kaum meinen Ohren. Eine Rothaut will uns einen Handel vorschlagen. UMAG weiß, dass der weiße Mann wegen des Goldes in unser Land gekommen ist. Er wird euch zu Orten führen, an denen ihr viel davon finden könnt. Doch dafür verlangt UMAG, dass ihr ihm helft, die Frauen der Navajo zu befreien. Die Rotröcke schleppten sie auf ihre Schiffe und fuhren mit ihnen auf das große Wasser hinaus. Dann unterhalten die Engländer hier in der Nähe einen Hafen. Also ist ihnen die zweite Mine auch in die Hände gefallen. Die Zeit drängt. Geh voran, Rothaut. Und wehe, du versuchst uns zu hintergehen. So, auf geht's. Jetzt schauen wir mal. Mehr nach. Und schauen wir erst einmal, ob wir die Karte ein bisschen aufdecken können. Im Namen des Königs. Aus dem Weg. Macht den Weg frei. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Mehr nach. Oder hätten wir da lang gehen sollen? Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Im Namen des Königs. Aus dem Weg. Mach den Weg frei. Ja, die Mine befreien von den Engländern. Macht okay. Platz für den Gesandten des Schauen Königs. Wir mal, wo es dahin geht. Also der UMAG und der Chief, die müssen auf jeden Fall, wo bin ich jetzt gelandet? Die müssen überleben. Im Namen des Königs, aus dem Weg. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Ja, wie oft möchtest du denn das noch erzählen? Im Namen des Königs, macht den Weg frei. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Da haben wir also schon mal ein Vor. Ich werde nach dem Rechten sehen. Mehr nach. Okay, viel weiter brauchen wir da gar nicht hinlaufen. Des Königs. Wir decken einfach mal bloß die Karte ein bisschen auf. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Ja, also gut, da brauchen wir nicht mehr weiterlaufen. Ich werde nach dem Rechten sehen. Im Namen des Königs, aus dem Weg. Wir müssen uns ja mit denen jetzt noch nicht anlegen, weil wir müssen erst mal eine schlagkräftige Armee aufbauen. Für den Gesandten des Königs. Da ist der UMAG. Im Namen des Königs. Hallo UMAG, grüß dich. Also wir hätten hier eine Goldmine, wo wir Gold schürfen könnten. Mach den Weg frei. Da können wir schon mal was bauen. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Im Namen des Königs. Aus dem Weg. Mach den Weg frei. Lass doch mal alles schön aufdecken. Ich werde nach dem Rechten sehen. Mir nach. Okay.
Im Namen des Königs. So, da ist der Umag. Okay. Gut, Knut. Aus dem Weg. Mach den Weg frei. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Aha, dann laufe die da lang. Anders geht's da nicht, okay. Gibt's da irgendwas? Schauen wir mal. Ich werde nach dem Rechten sehen. Naja, du kannst nach dem Rechten oder nach dem Linken gucken. Das ist mir eigentlich auch egal, wo du hinguckst. Wir haben ein vergessenes Tal entdeckt. Hier finden sie neue Ressourcen. Im Namen des Königs. Ne, das ist doch schon mal was, ne? Wo ist denn eigentlich der Umag abgeblieben? Okay, also der ist da. Umag ist zornig. Ja, Umag ist zornig. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Ich bin auf der Hut. Ja, ist vielleicht auch besser so. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Wir werden jetzt mal schnell was bauen müssen, ne? Estoy aquí. So, dann bauen wir als erstes ein Hauptquartier. Kein Hauptquartier? Okay. Warum bauen wir... Was? Der Umag wird angegriffen. Wer stört Umag? Der große Geist wird mich leiten. Ach nee, ach komm, das muss ja jetzt auch nicht sein, oder? Dieser Weg ist gefährlich. Ja, das stimmt. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Ich bin auf der Hut. Ich beuge mich eurem Willen. Umag folgt dir. Der große Geist wird mich leiten. Gut. Dieser Weg ist gefährlich. So, jetzt greifst du mal an. So. Aus dem Weg. Hey, angreifen. Sag ich, sie meint aber auch. Ist das so ein Problem? Puedo hacerlo. So, Umag, du darfst da aufs Pferd. Nein, das Pferd erschießen. Du bist doch ein... Bist du ein Rollkopf. Hat er das Pferd niedergemacht? Ich glaube, ich verreck. Oh Mann. Sí. So, du gehst jetzt mal dahin und tust du mal aufdecken, die Karte. Da haben wir Pferdbau. Puedo hacerlo. A saquear. Por Dios y por el Rey. A saquear. Ja, da haben wir eine Goldmine. Okay. Por Dios y por el Rey. Oh Mann, hey. Wenn die nur bloß die Hälfte von dem Schwätze täten. A saquear. Das wäre natürlich auch Gold wert, sage ich jetzt einmal, weil das ist ja schon nervig, wenn der alle 3 Minuten irgendwie die Weisen sind Memmen. Dasselbe erzählt. ¿Cuál es mi siguiente tarea? Ja, komm, mach du auch mal Holz. Wer kann denn jetzt eigentlich... Disziplin ist das halbe Leben. Ja, genau. Wer kann denn jetzt von denen... Nee, die können ja nichts. Ach, da haben wir eine Frau. Okay. Ja. Warte mal. Können wir schon mal was zum... Können wir oder können wir nicht? Warum muss ich die denn immer wieder neu anklicken? Finca. Wir bauen eine Finca. Wieso kann ich denn schon wieder keine Finca bauen? Was fehlt denn? Mensch, direkt Kaffeehaus. Soy el número uno. Por Dios y por el Rey. Da kann ich doch was hinstellen hier. Was kann ich denn hier hinstellen? Was ist das schon wieder für ein Kack hier? Wo ist denn die gute Frau? Komm, geh mal ein wenig auf Zeiten, damit ich... Señor, en orden. Damit ich euch da ein bisschen im Blick hab. Hey! A por ello. So war das nicht geplant. Das ist aber jetzt ein Schmann, oder?
Ja, wie werden das, wenn ihr mal da drauf schießt auf die da? Na, geht doch. Ach so. Dígame lo que debo hacer. Con gusto. Enseguida. En orden. Ya voy. Kann ja nicht wahr sein hier. Na, du doch nicht. Du bist ja gleich tot. Geh, Frauchen. Oh nein. Was mache ich denn schon wieder? Also ich glaube, die Mission, wenn wir nochmal von vorne anfangen, das hat recht wenig Wert. Hm, naja. Das schaut genauso aus, wie ich es mir gedacht habe. Das endet für uns tödlich. Ja, was ist mit euch? Wollt ihr jetzt einmal... Oh, verreck, Kaffeehaus hier. Hier habe ich das Sagen. Ja. Ja, okay. Mann, verreck, Kaffeehaus hier. Dieser Weg ist gefährlich. Ay, caramba. Ich habe keine Bediensteten, nix. Und jetzt? Jetzt habe ich niemanden. Disziplin ist das halbe Leben. Wo ist das Gold? Mach den Weg frei. Oh Mann. Disziplin ist das halbe Leben. Schmerz ist Ansichtssache. Wo ist das Gold? Ja, triffst du den jetzt endlich einmal? Die Zeit drängt. Keiner wird entkommen. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. Einwandfrei. Und schon ging sie in die Hose. Da kommen die nächsten. Ach komm. Ja, okay. Hat sich eigentlich erledigt, ne? Ja, das einmal so weit. Als kleinen Vorgeschmack. Dann mache ich jetzt hier mal Schluss mit dem Video. Und wir fangen ganz einfach nochmal schön von vorne an, ne? Okidoki. Oldrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer Old Gaming Dad LP.